Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das geht in letzter Zeit ja relativ schnell. Und zwar kennt ihr vielleicht noch meinen 5x5 Pixel Schwarz-Weiß Scanner plus Drucker. Und das hier ist jetzt eine überarbeitete Version und wie man unten schon sieht, ist es ein Vierfarbdrucker. Dass es vier Farben sind, kann man ja zwar nicht sehen, aber dass es insgesamt ein Farbdrucker ist, ist, denke ich, an der Wundenrolle erkennbar. Ja, auch 5x5 Pixel. Und um das einzustellen, gehe ich erstmal nach hier unten. Es ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber funktioniert soweit schon. Man muss jede Zeile allerdings einzeln drucken. Und es ist noch nicht so arg benutzerfreundlich, das will ich allerdings noch ändern. Also man hat hier fünf Schalttafeln mit jeweils vier Knöpfen. Jede steht für ein Pixel. Und da hinten gibt es einen Druckknopf. Ich stelle jetzt einfach mal blau. Ach, blau, gelb, grün, rot, blau ein. Und drücke auf Drucken. Wenn man jetzt nochmal drücken würde, würde genau gar nichts passieren. Und jetzt ist hier die unterste Zeile schon da. Da oben blinkt es immer noch. Das bedeutet lediglich, dass er noch nicht fertig ist. Jetzt ist er wieder fertig. Sprich, jetzt würde auch unten die Lampe wieder an sein und man könnte die nächste Zeile drucken. Das mache ich gerade mal. Ich verändere hier jetzt nur schnell noch 2-3 Pixel. So. Jetzt versuche ich mal ein bisschen schneller hinzukommen, damit man auch was sieht. Okay, man sieht da jetzt nicht allzu viel, aber das zeige ich euch ja gleich eh noch. Okay, ich warte noch schnell, bis er fertig ist. Okay. Und zwar sieht das Ganze so aus. Der Großteil davon ist halt nur das Eingabefeld. Also hier diese fünf Teile. Eine Schaltung, die einfach vier Inputs hat. Die jeweils hier in eine Speicherzelle reingehen, die halt nur einen Block breit ist, mein eigener Entwurf. Aber gleichzeitig noch alle anderen zurücksetzen, sodass eben nur die an ist. Und hier nicht mehrere Outputs hin können, denn sonst würde es da hinten einen Stau geben. Und der Drucker würde versuchen, mehrere Farben in einen Pixel zu bekommen, was dann das Bild wahrscheinlich leicht ruinieren würde, beziehungsweise den Drucker an sich. Oder verstopft. Naja. Dann viel zu viele Kabel für meinen Geschmack, weil das einfach ewig dauert. Aber egal. Ja. Die steuern hier unten diese Pistons an, die die entsprechende Farbe in jedem Pixel hochdrücken. Die dann von diesem Piston-Extender nach vorne geschoben werden. Das Modell dieses Extenders ist von CodeCrafted. Ja, Link in der Beschreibung. Dieses Teil hier, dazu komme ich gleich, das gehört nämlich hier zu dem Auffüllmechanismus, der wahrscheinlich dessen Entwicklung am längsten gedauert hat. Und da vorne sieht man schon meinen ersten Entwurf. Und das hat fürchterlich gefailt, weil ich nicht bedacht hatte, dass ich den Sand ja nicht nach oben schieben kann. Oder ich kann ihn schon nach oben schieben, aber er fällt runter, bevor der Sand von der Seite nachgeschoben wurde. Deswegen wurde dieses Modell leider ausrangiert. Ja, ich kann ja gerade mal eine Zeile drucken, beziehungsweise erstmal beschreiben, wie es funktioniert. Also hier bekommen wir das Signal von dem Print-Knopf. Das wird hier weitergegeben. Diese Sperre, da erkläre ich gleich noch. Wird hier weitergegeben mit ein wenig Verzögerung. Denn erstmal kommt es hier in dieses AS Knowledge und schaltet die ganzen Teile aus, um das Endgate zu vervollständigen, damit diese ganzen Outputs hier angeschaltet werden. Also jeweils ein Output in jedem Paket. Dann können nämlich erst die Signale hier weitergeleitet werden. Ich kann das ja mal kurz,
Oje. Vielleicht merkt man, dass ich bin ein bisschen müde, denn es geht jetzt auf Mitternacht zu. Beziehungsweise wir haben schon 12:30. Jetzt sind die Ausgänge angeschaltet. Hier sind die Fackeln aus, deswegen kommt hier jetzt überall ein Signal raus. Und hier ist mein vorhin eingestelltes Bild zu sehen. Also blau, gelb, grün, grün, gelb. Ja. Und wenn ich jetzt hier ein Signal anlegen würde, dass er auch mit leichter Verzögerung hinten von dem Knopf kommt, würde dieser Extender ausfahren. Da hinten die Sticky Pistons würden die noch schnell herziehen, weil die ja auf dem Stein liegen bleiben. Und dann werden sie einfach noch von den normalen Pistons nach oben gezogen. Ich frage mich jetzt gerade, wieso der Extender nicht wieder einfährt. Okay, das ist jetzt ein bisschen buggy gewesen, weil die Pistons von unten jetzt die mit runtergezogen haben. Vielleicht hätte ich das nicht manuell machen sollen. Ja, ich rieche das gerade wieder her und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das schnell erledigt und hier ist irgendwo eine Spinne in der Nähe. Ich gehe jetzt einfach mal hier ran. Das hat ja im Prinzip den gleichen Effekt, weil hier der Knopf wäre und die Sperre ja eh aus ist. Also drücke ich mal und fliege schnell hier rüber. Dann fährt er aus und gleich wieder ein. Sehr schnelles Modell und von hinten wird gleich wieder aufgefüllt. Und zwar muss ich jetzt mal von vorne anfangen. Wann wäre soweit, glaube ich, dass es hierher geht zum Piston Extender und danach weiter hier vor zu diesem Gerät, das sie nochmal anzieht und dann nach oben schiebt. Genau. Da wird es nämlich nochmal abgezweigt und geht zum einen hier runter, um diese Kanäle hier wieder auszuschalten. Das passiert allerdings wegen der Verzögerung erst, nachdem diese Pistons wieder zurückgefahren sind. Um eben genau das zu vermeiden, was ich vorhin aus Versehen ausgelöst habe, nämlich dass die Pistons nach unten gezogen werden. Man könnte es natürlich auch mit normalen Pistons machen, aber dann könnte man die Eingabe im Nachhinein nicht mehr ändern und das wäre ein bisschen blöd, finde ich. Genau. Mit noch weiterer Verzögerung wird allerdings hier das Signal lang gegeben. Also erst wenn die Pistons wieder eingefahren sind, kommt hier das Signal lang. Und zwar zu dem Auffüllmechanismus, der halt erst aktiviert werden darf, wenn die Pistons wieder weg sind, weil er sonst ja nicht weiterschieben kann. So, das ist jetzt relativ komplex. Und zwar läuft hier einerseits das Signal nach hier und schaltet diese Speicherzelle um. Dazu komme ich gleich nochmal. Und andererseits nach hier. Da kann es ja nicht lang, weil der in diese Richtung zeigt. Und da auch nicht. Das ist im Prinzip ein Pulsformer. Und, oder Monostable irgendwas. Keine Ahnung. Ich kenne den genauen Namen nicht. Von da aus wird jetzt einfach hier diese Linie aktiviert, die die Pistons in der richtigen Reihenfolge startet. Oder halt kurz ausfährt. Und hier hinten, das ist jetzt ein bisschen tricky. Und zwar, wenn er fertig ist mit dieser Runde praktisch, dann kommt das Signal einmal wieder hier zum Anfang und es wird eine neue Runde gestartet, weil ja immer mehr, weil es ja bis zu 5 Blöcke pro Farbe weg sein können, muss er 5-mal durchlaufen, um auch sicher zu sein, dass wirklich alles wieder voll ist. Weil wenn Wolle da ist, schiebt er einfach nicht weiter, weil am Ende eben hier Bedrock ist. Also richtet es auch keinen Schaden an. Es würde allerdings Schaden anrichten, wenn jetzt eben kein Pixel, keine Wolle da wäre. Beziehungsweise würde keinen Schaden anrichten, aber am Ende sieht halt das Bild komisch aus dann. Ja, und zwar ist das im Prinzip eine Einheit von einem D-Flip-Flop oder ein D-Flip-Flop an sich. Und zwar gibt es erst beim zweiten Mal ein Signal aus. Sprich, beim ersten Mal wird nur hier ein Signal weitergegeben und dieses D-Flip-Flop wird umgeschalten. Das ist im Prinzip nur eine Speicherzelle, die erstmal zurückgesetzt werden möchte, habe ich gerade gehört. So.
Und wenn hier jetzt ein Signal kommt, wird hier diese Speicherzelle, die ihr vorhin schon gesehen habt, ausgeschaltet. Und hier oben wird mit relativ hoher Verzögerung, da ist ja auch nochmal eine Verzögerung drin, das hier freigeschalten. Da ist allerdings das Signal hier schon lang wieder aus. Und beim nächsten Durchlauf kommt es halt hier weiter, weil da schon aus ist. Kann ich ja gerade mal zeigen. Das darf halt wirklich nur ein ganz kurzes Signal sein. So. Jetzt ist hier aus. Und beim nächsten Mal wird es weitergehen und das nächste umschalten. Ja, das ist die Funktion eines D-Flip-Flops. Und nach 5 Durchläufen, wegen 5 D-Flip-Flops, kommt es halt wieder hierher und aktiviert diese Reset-Line. Das letzte D-Flip-Flop ist allerdings praktisch weggestrichen, das ist hier nicht mehr verbunden. Das habe ich beim 4. abgegriffen, ganz einfach, weil der hier, dadurch, dass er da rangeht, eben auch noch ein letztes Mal hier einen Durchlauf beantragt praktisch. Und die Reset-Line setzt einfach alle diese D-Flip-Flops wieder zurück und hat hier noch eine extra Linie, die dafür sorgt, dass hier drüben dieser kleine blaue Schaltkreis, dass eben diese Lampe wieder angeschaltet wird und diese Sperre, die einfach das Input-Signal ja, deaktiviert, damit er nicht versucht, zwei Pixelreihen auf einmal zu drucken. Um das eben zu vermeiden, geht dann hier diese Fackel an. Ja, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Es hat mich bisher... ich nehme an, das war das Projekt, an dem ich am längsten gesessen habe, mal neben dem Schwarz-Weiß-Drucker, weil der ist deutlich größer. Der erstreckt sich ja von hier nach da drüben irgendwo, aber das ist halt zum Großteil Verkabelung. Hier, das ist deutlich aufwendiger gewesen. Und Sekunde, ich werde gerade gestört. So, nach einer kurzen Unterbrechung bin ich wieder da. Viel zu sagen habe ich eh nicht mehr. Hier die Schaltungen sind einfach nur für die Blinkeffekte in dem Druckerraum. Ja. Das Teil packe ich dann wahrscheinlich wieder in eine separate Welt und stelle es zum Download verfügbar. Zum Download bereit, meine ich. Wobei ich wahrscheinlich irgendwann demnächst einfach mal die ganze Map zusammen in... ja, einfach die ganze Map mal hochlade. Ja. Ansonsten würde ich mich über Feedback freuen. Genauso wie über Vorschläge, was ich als nächstes bauen könnte. Oder falls ihr Fragen zu irgendeiner Konstruktion habt, könnt ihr die gerne in dem entsprechenden Video hinterlassen. In dieser Welt sind jetzt mittlerweile 3 Drucker. Einer da. Okay, das ist eher ein Scanner. Der Drucker ist da hinten. Der ist jetzt nicht geladen. 1, 2, 3. Und 3 Monitore auch noch. Oh je. Naja, aber das könnt ihr ja in anderen Videos sehen. Da brauche ich mich ja jetzt nicht drüber auszulassen. Nein. Ich lasse den jetzt noch rendern und hochladen und leg mich ins Bett, weil es ist jetzt schon fast, naja, okay, kurz nach 12:30. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Bis zum nächsten Video oder nicht. Und ja, tschüss.